Liebe Newsletter-User, auch im Jahr 2020 aus der Serie Die größten Rechtsirrtümer im Arbeitsrecht, heute rund um das Thema Erkrankung. Nämlich der Rechtsirrtum: Arbeitnehmer, wenn die krank werden im Urlaub, dann können sie sich ganz in Ruhe nach Rückkehr aus dem Urlaub krank melden. Das ist so nicht richtig. Die wichtigsten Fakten zum Thema Krankheit. Erstens mal, der Arbeitnehmer muss sich immer unverzüglich melden. Das gilt im Urlaub wie auch im Dienst. Zweitens, der Arbeitgeber legt fest, wie die Meldung zu erfolgen hat. Telefon, WhatsApp, E-Mail, der Arbeitgeber legt das fest. Drittens, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Die brauche ich natürlich als Arbeitnehmer, wenn ich die entsprechend festgelegte Zahl, die der Arbeitgeber festlegt, überschreite an Tagen. Beispielsweise, wenn der Arbeitgeber sagt, schon am ersten Tag, muss ich die auch bringen. Im Urlaub ist es im Übrigen im Interesse des Arbeitnehmers, sofort die AU-Bescheinigung zu bringen, denn er will ja hinterher quasi den Urlaub nachvergütet bekommen. Wenn ich im Ausland bin, gilt eine Sonderregelung. Im Ausland ist es nämlich so, nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz, da muss ich mich unverzüglich am ersten Tag nicht nur melden, sondern auch eine AU-Bescheinigung dann vorlegen können. Das ist einfach eine Sonderregelung wegen der besonderen Gefahren, auch dass da irgendwelche nicht zulässigen Stellen solche Bescheinigungen ausstellen. Und es ist auch ganz wichtig, wenn ich aus dem Urlaub zurückkehre und bin immer noch krank, muss ich mich unverzüglich beim Arbeitgeber und bei der Krankenkasse melden. Ansonsten begehe ich eine entsprechend abmahnungsfähige Pflichtverletzung und das könnte unter Umständen dann natürlich auch Auswirkungen haben auf das Thema Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.